bin am Alexander mit Alexandra. Einen geraden Satz rauskriegen, das kann ich nicht mal. Es tut mir leid, denn ich bin kein Spinner, denk nicht falsch über mich, bei Joyce war es ein Missverständnis. Moneyboy sprach das aus, was er dachte, er ist keine Marionette, kein Clown in der Maske. Bringt nur den Swag, sprengt euren Chat. Die Nachberichterstattung war behindert und wack, aber ihr macht Quote, er promotet normale Strategien. Und ich denke, hat sie mir das verziehen? Ja, wir waren turned up, was sich nicht geturnt hat. Die diepe Message des Boys, die du nicht gehört hast, war verstörend, fuck, aber ich weiß, du bist ein heißes Schick, dessen Schönheit unbeschreiblich ist. Ob du's hörst, weiß ich nicht. Meine Schedule ist voll, aber da ist noch was Zeit für dich, Baby Girl. Vor der Show kam MBZ zu dir, zeigte auf mich, ich war really verwirrt. Er sagte, ich kenn dich, ich wink dir dir zu, doch war zu schüchtern für mehr. Wirklich nicht cool. Erst nach der Show ging ich mit dem Homie Trap Max zu dir, wohl wissend, dass es nicht perfekt passt. Du warst schockiert, denn die Show war ein Skandal. Doch das ist mit MBZ, glaube ich, normal. Als wir rappen, du bist meine sexy Beyonce, zeigten wir auf dich, du bist echt eine Bombe. Distanzierst dich vom Text, mein Herz ist gebrochen, warum bist du so verklemmt? Ich bin derbe benommen, was willst du mit Martin? Sowas von ein Nerd. Ich schenkte dir ein Cola mit Eisshirt. Gib mir eine zweite Chance, es ist alles machbar. Meine Absichten sind gut, Alexandra. Alexandra.